Es ist soweit. Es gibt nicht so viele spannende neue Geräte, wie ich finde, da zurzeit am Markt. Deswegen greife ich jetzt mal ein bisschen hier in meine Schatzkiste. Ich habe noch ältere Produkte, die ich noch nicht hergezeigt habe. Und heute beginnen wir unter anderem mit diesem kleinen Teil. Und noch zwei weiteren Teilen. Also das klingt jetzt schon mal umständlich, wird es aber nicht. Heute geht es wieder um ein Produkt von The Vaping Gentleman Club. Willkommen bei Ich rauche nicht. Mein Name ist Robert und heute schauen wir uns ein Set an. Ein Set, das nicht als solches verkauft wird. Also die Teile sind extra zu erwerben. Letztlich ergibt sich daraus aber eben ein Kit. Und das ist vielleicht für manche von euch interessant. Schauen wir jetzt mal hier hinein. Erster Teil von diesem Ganzen ist der Stylus Mesh Mod. Stylus Mesh Mod. Wunderschöne Verpackung, wie man hier mal sieht, aber die interessiert uns jetzt mal nicht. Gehen wir mal weg und schauen wir jetzt mal hier, was da drinnen sich mal so befindet. Es ist eine 18 mm Tube. Ja, es ist eins und ich habe hier aber zwei verschiedene Möglichkeiten. Wie auch immer, 18 mm Tube. Das Ganze ist als Fortsetzung des Projekts Novecento zu sehen. Novecento 900, aber auch schauen müssen, wie man es genau ausspricht auf Italienisch, denn die anderen Teile heißen dann wieder 900, also Novecento. Hier haben wir jetzt eine Mechtube, die man mit zwei verschiedenen Akkus betreiben kann. Entweder 16500er oder 16650er. Achtet bitte, wenn ihr euch für dieses Teil hier entscheidet, darauf, dass ihr auch wirklich mal die geeigneten Akkus kaufen müsst, sind ja jetzt wirklich nicht die gängigsten im Dampferbereich. Die Tube-Wände selber sind angegeben mit 0,57 mm. Ja, das kann man gar nicht dicke mehr sagen, sondern eher dünne. Daher passen natürlich diese Akkus hier sehr gut hinein und es ergibt sich trotzdem nur 18 mm Durchmesser. Das Stylus Mesh Mod besteht aus 304er Edelstahl und auf beiden Varianten, egal welche Tube man sich jetzt hier aussucht, hat man eben hier auch dann den Schriftzug hier oben drauf. Mit dem alleine kommt man noch nicht sehr weit. Jetzt gibt es hier natürlich auch noch quasi den 510er hier oben. Man sieht, ich habe dieses Teil hier schon länger im Einsatz, das hat bei mir bereits eine Schramme. Dieser Ring ist austauschbar. Bei mir kam er hier mit afrikanischem Büffelhorn. Wem das hier nicht wichtig ist oder wer das nicht mag, gibt es auch in günstigeren Materialien separat zu erwerben, unter anderem sogar in Ultem schon gesehen. Das hier hat hier ein Gewinde, wird hier also auf dieser Seite aufgeschraubt. Das Ganze hat übrigens auch eine Seriennummer, da kommt dann auch noch so ein Kärtchen dann hier mit. Also wirklich eine sehr nette und schöne Verpackung, auch aus Holz. Das hier ist auf keinen Fall, egal wie gut es euch jetzt hier gefällt, ein Einsteigergerät. Wir sind hier im Bereich Mechmod, mechanischem Dampfen. Akkusicherheit bedenken, beziehungsweise ich habe ein längeres Video gemacht, eigentlich ein langes Video darüber, über das Thema mechanisch Dampfen. Schaut euch das an, ich verlinke es euch jetzt hier auch. Kein Einsteigerprodukt. Einsteiger, wirklich, die noch nie vorher großartig sich mit Selbstwickeln überhaupt mal auch beschäftigt haben, Finger weg davon. Nicht euer Thema jetzt hier. Hier muss man jetzt natürlich auch sagen, möchtet ihr hier eben wickeln? Mechanischer Mod. Bitte wickelt jeden Verdampfer auf einem geregelten Mod. Dann könnt ihr den Widerstand überprüfen. Es geht um eure Sicherheit und nicht, dass dann euer Dampfspaß in irgendeiner Weise beeinträchtigt ist. Nicht auf diesem und auch nicht auf anderen mechanischen Tubes wickeln. Wenn ihr viel Erfahrung habt, dann können wir darüber reden, als Einsteiger, Anfänger generell, auf geregelten Akkuträgern wickeln. So, nur so, Side Fact. Und laut Hersteller ist das Teil hier nicht für unter 0,8 Ohm ausgelegt. Preis für diese Tube, die natürlich hier noch etwas braucht, auch hier haben wir Büffelhorn. Und wenn man es richtig herumhält, sieht man hier auch das Logo von The Vaping Gentleman Club.
Das hier also der Taster, der gut funktioniert und alles in Ordnung ist. Das wird jetzt hier letztlich einfach nur hier aufgesteckt. Und dann habt ihr die fertige Tube. Preis für diese Tube, natürlich wie gesagt mit der Option, auch den anderen Akku hier zu verwenden, 140 Euro. 140 Euro für diese Mech-Tube. Gut, 18 mm gibt es jetzt nicht allzu viele am Markt, würde ich mal so behaupten. Deswegen gibt es hier eben natürlich auch von Vaping Gentleman Club den Novecento. Und die beiden sind ja quasi jetzt hier füreinander gemacht. Ich zeige das mal so her. Das ist die Kombination, um die es letztlich geht. Sieht dann also so aus mit einem kleinen Akku für unterwegs. Das Thema ist natürlich jetzt, mir ist schon bewusst, dieser Akku bringt auch mich nicht über den Tag. Niemals. Da geht es jetzt eher um einen Bereich, den man im Moment nicht wirklich ausleben kann. Ausgehen. Theater, Kino, egal, Cocktailbar, völlig wurscht. Ihr wisst, was ich meine. Für unterwegs einfach mal abends beim Weggehen, wenn man ein kleines Gerät mitnehmen möchte. Dann ist man hier mit dem hier wahrscheinlich ganz gut bedient. Ansonsten Alltagstauglichkeit stelle ich dann sonst in Frage, wenn das hier mein einziges Gerät ist. Jetzt habe ich aber ein Problem. Das ist eine sehr, wie ich wirklich finde, hübsche Kombi. Aber die gibt es so nicht. Also, dieses Teilchen hier setzt etwas anderes noch voraus. Und zwar, jetzt zeige ich euch eine Verpackung, die wirklich schon sehr gelitten hat bei mir. Also, ja, das sieht hier schon aus. Novecento. Wenn ich das hier aufmache, dann kommen noch ein paar andere Teile hier zum Vorschein. Ich zeige euch jetzt mal ein kleines Puzzle. Ja, und da könnten wir jetzt noch ein bisschen weitermachen, wenn ich jetzt auch noch dann die Dichtungen herzeige. Und was ich jetzt hier gar nicht parat habe, es gibt ein sehr, sehr schönes Aufbewahrungsset jetzt hier auch. Es gibt quasi so einen Verdampferständer auch. Ja, den habe ich jetzt aber gerade hier nicht bei der Hand, aber auch der ist eigentlich schon ein Hingucker. Das hier ist ein RDA. Wir sprechen jetzt hier von einem RDA mit drei verschiedenen Topcaps, die dann eben hier drinnen drei verschiedene Glocken ergeben. Warum zeige ich denn den jetzt her, wenn es ja eigentlich um diesen RDTA geht? Den RDTA, den ihr jetzt hier seht, gibt es als solches nicht zu kaufen. Da braucht ihr wieder ein Umbaukit. Jetzt reden wir also von einem RDA, diesem hier, noch ohne Umbaukit. Auf den gehe ich jetzt nur ein bisschen ein. Ich zeige jetzt mal hier nur, ja, wie er aussieht, was er denn eigentlich so kann. Ist halt ein kleiner RDA, der für mich jetzt nur mit Squonker Pin, ja, da ist er eben da drinnen, versehen Sinn macht. Als Squonker zu verwenden, macht er für mich Sinn. Ansonsten, ich brauche keinen 18 mm Tröpfler. Ja, also ist für mich auch für unterwegs nicht wirklich sehr, sehr praktisch. Ja, um es zu sagen, gar nicht praktisch. Also da würde er mir überhaupt nicht taugen als Squonker. Warum nicht, wenn ich einen schönen Squonker-Mod habe, wo der eben dann oben da drauf passt. Ja. Ansonsten, das Deck, klein und fummelig, aber das ist natürlich klar bei 18 mm. Tiefe Watte-Taschen hier auf der Seite. Und Luftführung sieht man hier von der Seite kommend, hier direkt unter die Coil. Ganz klare Geschichte. Ich glaube, da muss man jetzt nicht erwähnen, dass das hier reines MTL-Dampfen ist. Hier habt ihr dann auf der Seite die Airflow-Bohrungen. Da geht sich nicht mal vernünftiges, restriktives DL aus. Und hier sieht man nochmal die verschiedenen Innenseiten hier von der Glocke. Das heißt, je nach Luftverwirbelung, je nach Größe dieser Glocke, kann man eben dann hier seinen Favoriten heraussuchen, was einem dann eben für seinen Geschmack am liebsten ist. Übrigens, man findet auch sonst noch viele Ersatzteile oder Zubehörteile von
dieser Novecento-Reihe. Also das ist halt immer wieder mal ausverkauft, dann gibt es das wieder, ja, schaut auf die Seite von der Weeping Gentleman Club, wenn, ja, dann wird es dort angeboten. Nachdem ich jetzt, ich möchte nicht auf diesen RDA hier näher eingehen, der macht das, was ein RDA tun soll und es passt auch und der schaut auch nicht schlecht aus, ich brauche ihn nur nicht und ich bin jetzt auch kein wirklicher Squonker-Freund. Für mich ist eben das jetzt hier der Grund, wieso ich eigentlich hier dieses Video mache mit dem RDTA. Es gibt ein Barrel-Umbau-Kit, dann erhaltet ihr letztlich genau das hier. Was ist denn jetzt genau der Unterschied von den Decks her? Ich glaube, relativ einfach erklärt, hier sehen wir RDA. Natürlich keinen Einlass hier für das Liquid, wozu auch, und auch keine Bohrungen für die Tochter. Ja, das habt ihr natürlich hier nicht dabei und logischerweise ist das alles hier bei der RDTA-Version vorhanden. 2 mm Tankinhalt, 3/16er Edelstahl Peak-Isolator hier verbaut. Wir haben hier ein Pyrex-Glas, wir haben einen Polycarbonat-Tank mit Logo, wenn man das auch noch möchte, als austauschbares Teil. Auch hier gibt es andere Tankgläser oder Polycarbonat-Tanks in verschiedenen Farben sogar. Also auch da, ja, könnt ihr herumbasteln, wie ihr wollt. Ich zeige euch jetzt eben hier das in der Pyrex-Glas. Variante Ultem Tank übrigens, wer das mag, ebenfalls möglich. Ja. Dieses Kit hier kostet 60 Euro, um jetzt hier eben umzubauen auf diesen RDTA. Was ich noch nicht gesagt habe, der Preis für den Tröpfler, für den RDA, 135 Euro. Ja, man muss jetzt schon summieren, um jetzt hier auf eine wirklich schöne Kombi zu kommen, wie ich heute finde. Ja. Gut, also wie gesagt, Novecento, ein RDA, der mit diesem Barrel Kit umgebaut, dieser kleine RDTA hier ist. Der RDA, habe ich schon gesagt, kommt in der Bottom Feeder Option, ansonsten nicht zu gebrauchen. Hier mit 2 ml zum Weggehen für unterwegs, warum denn nicht? Und das ist es halt eben, wenn ich mir das wieder anschaue, auch jetzt hier ein Blick aufs Deck. Kleine Stahlseile hier da drinnen, man könnte diese hier auch austauschen natürlich. Gegen Mesh oder was auch immer man dann möchte. Ah, auch machen. Hier diese Kappe von innen gezeigt. Und hier im Prinzip das gleiche Deck wie beim RDA. Logischerweise halt dann hier mit den Bohrungen für den Liquid-Transport. Hier die Befüllung auf dieser Seite funktioniert eigentlich recht gut. Allerdings, man sieht es eindeutig. Voraussetzung, eine kleine spitze Flasche mit dem Liquid. Das gibt es ja, diese kleinen Kunststofffläschchen mit dieser langen Spitze am besten. Man muss es halt dann mit dem hier wirklich befüllen. Alles, was eine halbwegs größere Flasche ist, also größer als eine Sittichferse, die obere Spitze, da wird es dann hier schwierig und eigentlich eine Sauerei. Also hier bitte, wenn ihr das hier haben möchtet, unbedingt mit einer eigenen Flasche, mit einem kleinen Hals oder mit so einer langen Spitze hier befüllen, dann funktioniert es. Ansonsten zu 100% nicht. Das alles andere rinnt euch auf der Seite runter. Ja. Gut, Triptipp ist natürlich hier ebenfalls ein 15er Triptipp und natürlich, wenn man es jetzt schafft, das hier richtig runterzunehmen. Ein Kampf, den es zu gewinnen galt und ich habe ihn gewonnen. Da ist jetzt endlich das 15er Triptipp hier mit den beiden O-Ringen und auch dieser Teil hier besteht jetzt wieder aus diesem Büffelhorn, kann hier ausgetauscht werden. Also das ganze Teilchen hier kann man hier runterschrauben. Allerdings, ihr seht, hier oben ist noch so diese Nut. Wirklich mit einem Werkzeug am besten, dann braucht man eine Stunde. Einfach hier runterschrauben. Und das hier, nur diese Hülse, kann man dann austauschen. So, das reicht jetzt aber, glaube ich, zum Herzeigen. Einfach hier wieder rein mit dem ganzen Teilchen hier. So, wieder zuschrauben. Hält, wie man gesehen hat, sehr, sehr gut, dieses 15er. Also, da bietet sich, ich habe das ja ganz jetzt mir ausgewaschen, es bietet sich hier natürlich an, das hier ein bisschen mit Liquid zu benetzen. Ich sage es, wie es ist. Dieses Set hier funktioniert.
Der Nachfluss ist ein sehr, sehr guter. Matteverlegung sehr einfach. Keul verlegen ist eine Spielerei bei 18 mm, aber durchaus möglich. Hier hinten Feuerbutton. Ich finde es einen sehr, sehr angenehmen Feuerbutton mit einem sehr, sehr schönen Druckpunkt. Ja, was soll ich sagen? Eine Unterwegs-Kombi. Eine, ja, keine alltagstaugliche für mich. Ganz klare Sache. Das ist für quasi die speziellen Abende. Ich weiß, die sind zurzeit eher rar, aber trotzdem, fassen wir das hier mal zusammen. Geht ihr ins Kino, geht ihr in die Oper, geht ihr in die Cocktailbar, wenn es mal irgendwann wieder so sein sollte, dann müsst ihr allerdings für dieses Set hier viel Geld loswerden, rund 330 Euro. Das ist dann auch wieder was Besonderes. Ja, 330 Euro für 18 mm Mechtube mit einem kleinen RDA und RDTA mit diesem Umbaukit. Alleine sonst macht es für mich eben keinen Sinn. Wenn ihr keinen anderen 18 mm habt, den RDA alleine werdet ihr wahrscheinlich jetzt nicht verwenden. Das ist wirklich zu viel Gefummel für ein MTL-RDA. Da gibt es, glaube ich, deutlich bessere am Markt. Auch RDTAs gibt es im Prinzip natürlich bessere am Markt. Hier geht es aber wirklich hier um eine Ausgehkombi und um kein Alltagsgerät. Ja. Als alleiniges Gerät bringt mich schon mal der Akku nicht über den Tag. Das ist schon mal ganz wichtig. Also das ist ja ein kleinerer Akku als ansonsten gewohnt. Mir wird das nicht ausreichen und deswegen hier für unterwegs, ja, Arbeitstag und den Abend niemals. Aber nur ein Sakko, ja, und sonst keine große Tasche mit, dann macht er natürlich hier, dann ist er nicht im Weg, dann passt er hier ganz gut hinein. Wahrscheinlich ein bisschen Schmuckstück, ja, wahrscheinlich ist das hier eher ein Schmuckstück als ein gängiges Alltagsgerät. Geschmacklich, 1 minus, 2 plus, also schon in einem sehr guten Bereich. Ja. Und wie gesagt, Nachfluss hat hier niemals ein Problem bei mir gegeben. Ich muss jetzt mal wieder die Schummelliste hier schauen, was ich denn hier noch sagen wollte. Verarbeitung ist wie gewohnt gut, Gewinde laufen, alle Dichtungsringe sind in Ordnung. Dieses Büffeldingsbums, ja, dieses Büffelhorn kriegt allerdings, das muss man sagen, gerne mal leichte Schrammen ab. Vielleicht sieht man das hier auch. Das war nicht von Haus aus hier eine Färbung oder irgendeine eine Marmorierung. Nein, das ist auch hier schon ein kleines Cut, was hier da drinnen ist. Also das ist ein bisschen anfällig, scheint ein bisschen weicher einfach zu sein. Ja, darum auch hier wieder sicher kein Baustellengerät. Hier wird schwer, dieses Teil im Vorfeld, egal ob nur die Tube, den RDTA oder die RDA-Variante, in Händen zu halten. Tja, warum? Eines ist klar, das steht wohl nicht in Österreich, in Deutschland, vermutlich nicht mal auch in der Schweiz, in einem Laden. Altes Thema, da muss man dann das Risiko halt eingehen, wenn man das hier mal ansehen möchte, entweder bei einem Bekannten, der es zufällig hat, oder ansonsten muss man es halt leider ins Blinde kaufen. Finde ich persönlich ja nie schön. Nachdem es aber jetzt hier kein Einsteigerprodukt ist, und zwar zu 100% kein Einsteigerprodukt ist, glaube ich, wenn erfahrene Dampfer sich damit auseinandersetzen, die können dann schon entscheiden, ob sie das wollen oder nicht und ob sie es dann auch zu schätzen wissen oder nicht. Über 300 Euro für ein Einsteiger-Mechtube ist auch an sich weit überteuert und wäre es auch hier definitiv nicht wert. Sammlerstück, Schmuckstück, ja, das ist genau das, was es eben auch hier für mich dann darstellt. Also, der Preis ist hier wirklich zu bekritteln. Schade finde ich auch, dass man das Umbaukit braucht. Ich mag diese Geschichte. Für mich ist es halt wirklich, ich habe schon öfter jetzt gesagt, darum lasse ich es jetzt halt hier, es ist halt wirklich etwas eher Außergewöhnlicheres. Wicklung zeige ich jetzt hier mal nicht her. Ich habe schon gesagt, Einsteiger, Finger weg davon. Erfahrene Dampfer werden jetzt hier nochmal hier einen Blick hier auf das Deck wirklich keine Schwierigkeit hier sehen, das hier zu wickeln. Das funktioniert, das macht einen guten Job. Und deswegen spare ich mir das jetzt ehrlich gesagt heute hier bei der Kamera jetzt hier nochmal zu tun. Denn das Gefummel ist natürlich mit Kamera davor weit schlimmer als eh schon normalerweise. Ja, das war's. Hat euch das gefallen?
The Vaping Gentleman Club. Wohl nur auf der Seite von denen auch dann zu bekommen. Wisst ihr andere Bezugsquellen bitte? Gerne unten in die Kommentare. Bin ich selber gespannt. Vielleicht entgeht mir der eine oder andere Laden, der doch mal The Vaping Gentleman Club im Angebot hat. Das war's für heute. Hat euch das Video gefallen? Abo abschließen, Like da lassen. Bis demnächst. Macht es gut. Tschüss.